Der November 2022 ist vorbei und damit herzlich willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Roger. Einen Tag später als gewohnt. Mein Terminkalender war gestern voll bis unter die Decke, teilweise auch unvorhersehbar. Ging halt nicht anders da, aber besser einen Tag später als nie. Und ich will auch jetzt keine großen Reden schwingen. Es ist einiges passiert im Depot im November. Und steigen wir auch sofort ins Depot-Update ein. Kommen wir zu den Dingen, die gekauft und verkauft wurden, aufgelöst wurden. Was hat sich seit dem letzten Depot-Update verändert? Es wurden 50 Euro investiert in den Xtrackers MSCI World IT ETF. 1.827,90 € flossen in den Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ETF. Da wurde einmal der Sparplan ausgeführt in Höhe von 510 Euro und ich habe noch einen Einzelkauf getätigt in Höhe von 1.317 Euro. Dann, ich glaube, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ich glaube, es war im August oder September, da hatte ich ja schon gesagt, ich mache mir Gedanken, wie es mit den Unternehmensanleihen in meinem Depot weitergeht. Sie sind jetzt ins Plus gelaufen, es war fast Break-Even, fast Plus, Minus Null. Und dementsprechend habe ich die Unternehmensanleihen aus dem Depot geworfen, habe sie verkauft. Das waren 40 Anteile plus ein paar Bruchstücke. Und der Verkaufserlös waren 599,29 €. Dann 100 Euro Sparplan wurde ausgeführt auf den iShares Stocks Europe Select Dividend 30. 25 Euro flossen in den Xtrackers Stocks Global Select Dividend 100. Dann habe ich einen Einzelkauf getätigt. Da habe ich im September Depot Update euch schon mal davon was gesagt, dass ich das auf der Watchlist habe, und zwar dem Thomas Lloyd Energy Impact Trust. Den habe ich mir jetzt ins Depot gelegt. 520 Anteile im Wert von 564,61 €. Ich werde, was diesen Trust betrifft, werde ich euch so ein paar Links in die Videobeschreibung reinsetzen. Da könnt ihr euch dann selber darüber informieren. Gibt es auch eine tolle PDF auf der Seite mit dem Interim Report vom Juni 2022. Kam auch jetzt heute schon die erste Ausschüttung bei mir an. Und man kann es im entferntesten Sinne vergleichen mit Ecoligo, nur dass hier die ganze Geschichte halt an der Börse notiert ist. Und ja, wie gesagt, neu im Depot. Bleibt jetzt auch erstmal liegen. Ich hatte es auch bei Twitter, hatte ich es schon geteilt. Da gucken wir jetzt halt 2027 drauf. Da sollen auch die Renditen, so planen sie es halt, immer auch weiter steigen. Das Portfolio soll ausgebaut werden. Und ja, ich habe da Lust drauf und bin auch persönlich überzeugt davon. Bei Ecoligo bin ich ja auch dabei. Und das läuft sehr gut. Alle Zahlungen bisher immer erhalten. Und ja. Dann habe ich den VanEck Semiconductor ETF, also den Halbleiter ETF, komplett verkauft. Ich habe ja immer schon Gewinne mitgenommen in der Vergangenheit, übers Jahr verteilt. Und jetzt habe ich ihn aufgelöst. Das hat aber einfach den Hintergrund, ich hatte das auch gar nicht so auf dem Schirm, weil die letzte Zeit wirklich viel war. Und dort ist halt Nvidia die größte Position im ETF. Und ich habe ja Nvidia halt auch als Einzelaktie, als relativ große Position. Mit 22, 23 Anteilen, sehen wir gleich. Und das hätte keinen Sinn mehr gemacht für mich und meiner Meinung nach halt. Und deshalb habe ich halt gesagt, okay, guter ETF, aber in mein Depot passt er halt nicht mehr rein. Dementsprechend habe ich ihn verkauft mit Gewinn. Verkaufserlös waren 1.308,87 €. Dann der Sparplan auf dem VanEck Global Mining ETF in Höhe von 25 Euro. Dann habe ich durch einen Einzelkauf die KDDI Corporation, Unternehmen aus Japan, Telekommunikationsanbieter, habe ich aufgestockt in 20 Anteile in Höhe von 565 Euro. PepsiCo 25 Euro aufgestockt, United Health Group 100 Euro. Die Nvidia Corporation, der Sparplan 25 Euro, Imperial Brands 25 Euro, 3M 100 Euro, Realty Income 34,97 Euro, also der Sparplan war eigentlich 35 Euro. Der Sparplan ist ja normal 25 Euro und ich setze dann halt immer noch die Dividende des Vormonats, setze ich dann immer noch oben drauf, also, und habe es dann halt aufgrund auf 35 Euro. Aber bei Scalable werden halt nie ganze Beträge investiert. Das ist, ich habe dazu einen Beitrag geschrieben auf meinem Blog, zeige ich gleich noch kurz. Dann AT&T 100 Euro, jetzt letztmalig, komme ich gleich auch noch ganz kurz dazu.
Dann Mansfield Capital 25 Euro, die T. Rowe Price Group 100 Euro, Stack in, Industrial 100 Euro, dann NextEra Energy 25 Euro, dann gab es heute am 2. Dezember, also ihr, ich erwähne es immer mal wieder, was ihr in meinem Depot-Update seht, ist immer von gesehen von dem letzten Depot-Update aus. Ja, also und heute haben wir halt den 2. Dezember und ich hatte Omega Healthcare ist eins so ein Unternehmen, was wirklich schon sehr, sehr lange auf meiner Watchlist war und ich hatte da immer schon eine Kauforder gesetzt und die wurde jetzt heute überraschenderweise ausgefüllt. Ich hatte die gar nicht so auf dem Schirm, die lief eigentlich bis Ende des Jahres und die wurde ausgeführt und so bekam ich halt 40 Anteile ins Depot gebucht, den Wert von 1.154,80 Euro. Und bei Heckler Mining habe ich mal wieder Gewinne mitgenommen, 120 Anteile verkauft, sind jetzt noch 36 Stück da, die lasse ich jetzt auch einfach liegen. Wenn die Aktie wieder ein bisschen zurückkommt, wird wieder Heckler Mining aufgestockt. Ihr kennt dieses Spiel, was ich mit der Heckler Mining Aktie treibe. Und da wurden dann 532,23 Euro erlöst. Insgesamt Käufe bei den Aktien-ETFs 4.971 Euro, Verkaufserlöse 2.440,39 Euro. Kryptowährung, ich will da jetzt gar kein großes Fass mehr drüber aufmachen. Habe ich aufgelöst. Bitcoin raus, Ethereum raus, SafeMoon raus. Insgesamter Verkaufserlös 2.330,46 Euro. Das Minus ist jetzt noch ein bisschen weiter gestiegen. Das Minus war ja sowieso schon im Oktober. Hier ist ein Screenshot aus dem letzten Depot-Update. Da war das Minus ja schon bei minus 5.594,28 Euro. Und jetzt ist das Minus insgesamt, was von 2019 bis jetzt gemacht wurde, bei 6.100. Sieht man gleich im Portfolio-Performance. Und damit ist das Kapitel Kryptowährung auch beendet. Der Ausstieg war eh für 2025 geplant. Ganz zufrieden war ich sowieso nicht mehr mit dieser ganzen Geschichte. Dann habt der große Teil ja auch mitbekommen, diesen ganzen Stress um die Börse FTX. Und auch, was jetzt in der Vergangenheit, in den letzten anderthalb Jahren generell los war, das ist einfach nicht mehr meine Welt. Ich hab das halt auch wirklich jetzt abgeschlossen, es ist erledigt. Und da ist auch kein Platz mehr im Depot für in diesem Depot, was halt wachsen soll für solche Sachen. Es ist halt auch schwierig. Ich zeige mal jetzt gerade eine Meldung, die ist gerade heute ganz frisch vom 2. Dezember. Da wurden mal wieder bei Binance die Abbuchungen pausiert, weil wieder irgendeine Börse gehackt wurde. Und das hat natürlich immer wieder alles Auswirkungen auf Bitcoin-Kurs, Ethereum-Kurs, diese ganzen, die Betrugsgeschichte um Terra Luna. Im Mai, April, wann das halt der Fall war. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und ich hatte ja, dieses Minus war ja, wie gesagt, schon bei 5,5. Es war ja nur ein bisschen Bitcoin, ein bisschen Ethereum und SafeMoon da. SafeMoon ließ sich ja sowieso schon die ganze Zeit einfach nur laufen für die Reflections. Und habe jetzt gesagt, wisst ihr was, so raus damit, fertig, Thema erledigt. So, da wurden jetzt halt noch 2.330,46 Euro erlöst. Insgesamt Verkäufe also im November 4.770,85 Euro und Käufe 4.971,34 Euro. Es gab auch Dividenden und zwar 9,60 Euro Realty Income, 4,84 Euro von Stack Industrial, 35,37 Euro von AT&T, 7,32 Euro von Southern Copper, 4,12 Euro sind alles Nettobeträge von den Unternehmensanleihen. Ich hatte die so verkauft, dass der Ex-Tag schon gelaufen war und dementsprechend bekam ich jetzt noch einmal die Ausschüttung, 4,12 Euro. Dann vom Xtracker Stocks Global Select Dividend 100 ETF, 13,99 Euro, 44 Cent von Main Street Capital. Dann die nächsten drei Ausschüttungen sind jetzt schon aus dem Dezember. Marubeni, Unternehmen aus Japan, 23,05 Euro, kam gestern. Itochu Corp kam heute, 20,30 Euro. Und vom Thomas Lloyd Energy Impact Trust 1,58 Euro. Macht Dividenden, Ausschüttungen, Zinsen seit dem letzten Depot-Update 120,61 Euro. So, schauen wir mal generell. Zum Oktober hin ist im November das Depot um 4,49% gestiegen.
befindet sich jetzt auch zum 1. Januar hin jetzt auch wieder im positiven Bereich. Das Depot befindet sich aktuell noch mit 472 Euro im Minus, macht in Summe 0,75%. Und alles, was ich jetzt dieses Jahr so auf den Weg gebracht hatte, nachdem ich mich Ende Januar dazu entschlossen habe, okay, Cashflow-orientiert, Dividenden-orientiert, ausschüttungsorientiert, das habe ich ja nicht von heute auf morgen runtergebrochen, sondern halt sukzessiv, wer jetzt ja länger dabei ist, hat das ja auch mitbekommen, alles nach und nach und nach umgestellt. Und ich bin froh, dass ich diesen Weg jetzt bis Dezember gegangen bin. Die Performance, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, für 2020 ist einfach Müll, Grütze. Es ist aber halt nun einmal, wie es ist. Teilweise die eigene Schuld, teilweise externe Faktoren. Ich glaube, es war sogar beim letzten Depot-Update, da hatte ich auch gesagt, ich bin mal spaßeshalber hingegangen und habe einfach mal diese ganzen Krypto-Investitionen aus Portfolio-Performance rausgelöscht, um zu sehen, wie das Ganze gelaufen wäre ohne Krypto. Und da habe ich auch gemerkt und hatte es auch gesehen, dass es gar nicht so schlecht gelaufen wäre, auch ins Minus, allerdings nicht so krass wie jetzt mit den Kryptowährungen. Da gibt es auch keinen Schuldigen, da bin ich selber dran schuld. Letzten Endes aber bin ich froh, dass die Sache erledigt ist. Ihr müsst es halt auch einfach so sehen. Also ich habe mir nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich bin ja halt gesundheitlich angeschlagen und ich weiß nicht, ob ich noch 20 Jahre Zeit habe, bis Bitcoin, Ethereum und Blockchain und Co. einfach die Kurve kriegt. Bei diesen ganzen Börsengeschichten, die jetzt alle sich in Luft auflösen und Insolvenz anmelden und Auszahlungen nicht mehr tätigen an ihre Kunden, da muss ich halt wirklich sagen, dass ich immer, zu jeder Zeit, seit 2015, immer auf den richtigen Krypto-Broker, Börse gesetzt habe, und zwar Bitpanda. Die haben jetzt auch die deutsche BaFin-Lizenz bekommen, herzlichen Glückwunsch dazu. Das kann ich halt noch einfach sagen. Ich hatte ja von 2015 bis 2018 habe ich ja wirklich viel mit Krypto verdient. So, und jetzt haben wir halt mal ein bisschen was noch in den Sand gesetzt. Das ist halt so, shit happens. Und das Leben geht weiter. Ne? Also das wollte ich jetzt nur mal noch gerade so sagen. Auf meinem Blog habe ich jetzt gerade, wir gucken gleich in Portfolio-Performance, hatte ich ja auch lange gar nichts gemacht, über 5 Monate fast. Und durch eine banale Frage auf Twitter, wo ich dann gesagt hatte, ja, ich schreibe am besten einen Blogbeitrag dazu. Und zwar hatte jemand gefragt, was sind denn eigentlich deine Ziele beim Investieren? Und da hatte ich dann hier am 25. November halt einen Beitrag geschrieben. Und während ich diesen Beitrag geschrieben hatte, habe ich auch gleichzeitig gemerkt, wie mir dieser ganze Mist auch gefehlt hat. Also ich schreibe ja immer freie Schnauze, wie es mir halt gerade in den Sinn kommt. Ich verpacke das nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Und da habe ich dann auch 3 Tage später habe ich dann auch einen Beitrag gemacht, warum es überhaupt diese 5 Monate, Anführungszeichen, Social Media Pause gab. Wieso es auch nur einmal im Monat hier ein Video gab, Depot-Update. Und wer will, falls wer es noch nicht gelesen hat, ich hatte es auch auf dem Community-Tab geteilt, kann sich ja gerne mal durchlesen. Man muss ja jetzt gar nicht mehr groß drüber diskutieren. Aber es geht jetzt wieder aktiver zu, sowohl hier als auch auf meinem Blog. Keine Sorge, es werden jetzt nicht 30 Videos im Monat kommen, also nicht jeden Tag ein Video, die Zeit habe ich nicht. Aber ja, ne, aber es waren keine 5 Monate geplant, es waren auch keine 6 Monate geplant, es sind einfach so lange geworden. Mir ging es auch in dieser Zeit nicht schlecht, aber ich habe auch gemerkt, wie mir das einfach gefehlt hat, weil der Grund, warum ich aufgehört habe, ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil, wenn man halt dieses ganze Positive sieht, was halt durch diesen Kanal, durch diesen Blog und so weiter entstanden ist. Und könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Eine andere Geschichte, weil ich halt auch dann auf dem Blog geschrieben habe, das ist jetzt direkt ein Beitrag vom 30. November. Ich kriege im Moment nicht die Kurve, ein Video dazu zu machen. Und zwar ist, wie jetzt nach einem Jahr meine Erfahrungen sind mit Scalable Capital, ein Erfahrungsbericht und meine 2 Broker-Lösungen, Smart Broker, Scalable, wie das funktioniert. Es gibt ja viele, die lesen nur den Blog. Da gab es jetzt wirklich nur positives Feedback zu dem Bericht. Habe ich halt auch wieder frei Schnauze geschrieben. Wer also jetzt auf dieses Video wartet,
Lest euch gerne den Beitrag durch, weil in Videoform, ich will euch da ja, würde euch dann auch gerne irgendwas zeigen. Und dann müsste ich erst noch Video bearbeiten, ewig lang. Das ist kein 0815-Video, inklusive Verpixeln und. Da kriege ich im Moment einfach nicht die Kurve. Und so könnt ihr euch das durchlesen in Ruhe. Er ist relativ groß, der Beitrag. Ja, könnt ihr auch gerne mal Feedback geben. Aber machen wir jetzt weiter beim Depot-Update. Sorry, dass es jetzt ein bisschen ausschweifend wurde. Die Kryptowährungen sind hier jetzt noch drin. Also insgesamt 6.162,24 € minus gemacht. Mit den Kryptowährungen Komplettausstieg November 2022. Ich gehe jetzt hin und mache mal das hier jetzt raus. Das hier alles einfach, dass wir uns jetzt hier ein bisschen Platz machen. Und dann bleibt das hier oben, bleibt jetzt als Mahnmal, bleibt es einfach in Portfolio-Performance drin. So, fangen wir an. Die Gesamtperformance im Depot war im November 1,9, bei den ETFs 3,3 und bei den Aktien 3,2. Ecoligo, alles unverändert. Die nächste Ausschüttung kommt, glaube ich, im Januar. Genau. Und dann schauen wir mal so auf die letzten 30 Tage. Die besten 3, 4, also Siemens Energy, beste Position, hat im November 33,64% gemacht. Viele Grüße nach Berlin. Ich weiß, ein Community-Mitglied hatte mir geschrieben gehabt, dass er halt relativ, ich glaube, da unten bei 10, 11 Euro eingestiegen ist bei Siemens Energy. Herzlichen Glückwunsch zur Performance bisher. Nvidia 19%, freut mich natürlich auch riesig, gerade wie eben erwähnt, Nvidia ist ja doch ein ziemlich großer Anteil. Ja, 22,14 Aktien habe ich ja davon. Der Sparplan von 25 Euro läuft ja weiter. Die Aktie ist noch 23% im Minus. Wir waren aber auch schon bei 40 vor 2 Monaten. Also, aber Nvidia sehe ich einfach langfristig. Sasan Copper 18%. Heckler Mining, gut, bin ich jetzt halt. Hier war ja letzten Monat die Gewinnmitnahme. Jetzt nochmal eine Gewinnmitnahme. Jetzt sind noch 36 Stück da. Wo haben wir Heckler Mining? Hier 36 Stück. Einstandspreis 131 Euro, Momentwert 190 Euro. Aber wie ich eben schon erwähnt hatte, ich spiele so ein bisschen mit der Aktie. Ne? Schon die ganze Zeit. Man sieht das ja hier gekauft, hier verkauft, hier wieder gekauft. Das sind immer schöne Gewinne. Da ist jetzt auch schon so ein bisschen was zusammengekommen. Und an Gewinn ist man ja halt auch noch nie gestorben. Generell. Jede Gewinnmitnahme oder auch jeder grüne Monat ist ein guter Monat. Ob das jetzt mit 2%, 3%, 5% ist, man sollte sich einfach halt auch darüber freuen. Auch über kleine Gewinne soll man sich freuen, sofern man plant, eine Aktie zu verkaufen. Und der Vanek Global Mining ETF hat gemacht 15,10. Dann kommen wir ja auf die Verlierer, B&G Foods. Beim letzten Depot-Update hatte ich noch gesagt, am 9. November ist der Earnings Call, dass ich mir diesen Anstieg, den es halt gab, nicht erklären kann und dass es eigentlich nur 2 oder 3 Optionen gibt. Entweder die Dividende bleibt, wie sie ist, sie wird gekürzt oder sie wird gestrichen. Das Ergebnis ist halt, die Dividende wird gekürzt um 50%. Dennoch ist die Dividendenrendite nach wie vor über 5%. Und die Aktie ist ja mittlerweile, morgen waren es 48%, jetzt sind es noch, wie viel sind es denn? Ah ja, 48,52% im Minus. Und aber der CEO, Keller heißt er, komme ich nicht mehr auf den Vornamen, räumt kräftig auf. Das, was er halt auch schon, was man auch schon bei dem letzten Earnings Call rauslesen konnte, raushören konnte. Und das geht halt auch so weiter. Ne? Also durch die Dividendenkürzung sollen Schulden abgetragen werden von dem Unternehmen und gleichzeitig nicht wirtschaftliche Produkte im Portfolio werden verkauft. Wobei sie sagen, die Produkte selbst sind nicht schlecht, nur sie sind als Marke das falsche Unternehmen. So haben sie es halt in dem Earnings Call ausgedrückt. Es ist jetzt im Moment kein Nachkauf angedacht. Ne? Also wir sind weit weg unter der 100-Tage-Linie, wir sind weit weg unter der 200-Tage-Linie. Für einen Einstieg wäre es meiner Meinung nach momentan auch nichts, höchstens für die Watchlist. Aber das Unternehmen ist halt noch eine reine Baustelle. Ich bin aber halt investiert, nehme die Dividende mit. Die nächste Dividende kommt im, müssten wir jetzt halt mal gerade gucken,
Die nächste Dividende kommt im Januar. Und aber ich lasse die jetzt einfach liegen. Ne? Also ich lasse die jetzt einfach liegen und behalte das einfach im Auge, verfolge das. Alles, was sie halt in diesem Earnings Report Call gesagt haben, war halt auch für mich plausibel. Aber es ist eine reine Baustelle. Da müssen wir jetzt nicht groß drüber reden. Omega Healthcare. Der Titel stand ewig auf meiner Watchlist. Ewig habe ich drauf gewartet. Immer wieder habe ich eine Order gesetzt für 29 Euro. Und es war am 15., 16. November. Da war es schon mal kurz davor. Da hatte ich es auch auf dem Schirm. Wurde aber nicht ausgelöst. Die Aktie hat nochmal die Kurve bekommen, der Kurs. Und heute war es dann soweit. Freut mich, gerade weil der Titel so lange auf der Watchlist war. Allerdings ist es halt auch nicht unproblematisch. Muss man halt auch einfach sagen, Omega Healthcare hat auch Probleme. Beziehungsweise die Mieter von Omega Healthcare haben Probleme. Und zwar bekommen die Seniorenheime nicht voll. Dementsprechend bleiben dann halt auch Einnahmen bei den Mietern aus. Und dementsprechend sind die Mieter nicht in der Lage, ihre Mieten zu bezahlen. Und sie haben ja Seniorenheime sowohl in den USA als auch in Großbritannien. Und es ist schwierig. Bin aber selber davon überzeugt, dass sie halt die Kurve kriegen. Die Dividende wird beibehalten. Diesmal, also ich habe es ja heute erst bekommen, die haben ja letzten Monat ausgeschüttet. Diesmal kriege ich noch keine Dividende, die nächste Dividende. Ich habe es am Morgen gerade erst im Kalender ergänzt, kommt halt im Februar. Und aber ich freue mich, dass ich an Bord bin, aber nicht unproblematisch. Brauchen wir jetzt nicht auf den Kursverfall gucken, die ging 8% runter in den letzten 30 Tagen. Ja, KDDI, hier war ja mein Einzelkauf, den ich getätigt hatte am 15. November. Und das bleibt jetzt halt erstmal so. War jetzt auch das erste Mal, dass ich KDDI aufgestockt habe. United Health Group, -7,66% in den letzten 30 Tagen verloren. Und dementsprechend habe ich halt aus diesem 25-Euro-Sparplan 100-Euro-Sparplan gemacht. Und den ein bisschen angehoben. Ja, und Ares Capital in den letzten 30 Tagen -6,94%. Schauen wir mal auf die Erträge. Und da ist halt um den 12. Dezember, am 12. Dezember, 13., also wenn die 3M-Dividende diesen Monat kommt, ist es soweit, dann wurden innerhalb des Jahres 2022 1.000 Euro Netto-Dividende vom Depot erwirtschaftet. Und es kommen ja noch ein bisschen mehr, also die Endrechnung kommt dann am 1. Januar, werdet ihr dann halt sehen. Aber mich freut das riesig, wenn das jemand zu mir vor ein bisschen mehr als 3 Jahren gesagt hätte. Und dann hätte ich gesagt, ja, okay, geht mal. Aber mich freut das unheimlich. Und das geht ja halt weiter. Mit jedem Sparplan, mit jedem Einzelkauf wächst ja das Ganze. Wenn wir mal halt ein Dividendary reingucken, da sieht man ja halt, das ist schon die Netto-Dividende. Ich habe den Steuerabzug habe ich hinterlegt. Das ist dann halt sogar noch ein bisschen mehr, weil man ja auch noch den Freibetrag hat, über die Bundesregierung ja nach wie vor diskutiert. Und deshalb, mich freut das unheimlich. Man kann halt auch, wenn man jetzt halt guckt, mittlerweile ist es Monatsdurchschnitt bei knapp 120 Euro. Nächstes Ziel wären halt, wie gesagt, diese 200 Euro. Und wenn man dann halt auf die Prognose geht, ich habe mal die eigene Wachstumsrate auf 4% angegeben, also tief gestapelt. Das wird man halt dann sehen. Aber es ist, freut mich unheimlich. Und wenn er halt guckt, so die persönlichen Dividendenrendite, 7,47 bei Elvis Capital, 7,16 bei Newmont Fine, wobei die Dividendenrendite nicht das Wichtigste ist. Die Mischung macht es halt aus soliden, vernünftigen Unternehmen. Ich sage, es sind No-Brainer, wie jetzt PepsiCo oder eine McDonald's. McDonald's habe ich ja nicht im Depot, aber es sind halt nur so ein paar Beispiele. Aber eine hohe Dividendenrendite sagt halt nichts über die Qualität eines Unternehmens aus. Es kommt halt immer drauf an, aus was diese Dividende dann halt auch bezahlt wird. Das sollte man oder muss man auf jeden Fall beachten. Ansonsten gibt es früher oder später wirklich ein böses Erwachen. Generell, ich hatte das bei Twitter auch geteilt. Letztes Jahr am Jahresende war ich bei 80 Auszahlungen im Jahr. Jetzt sind es 145.
Ab nächsten Monat oder beziehungsweise ab diesem Monat kommt jetzt auch noch Johnson & Johnson dazu. Als Unternehmen im Sparplan 100 Euro jeden Monat. Die habe ich hier auch schon eingetragen, aber es sind noch keine Anteile da, nur schon mal als Hinweis. Und ja, es sind dann 145 Auszahlungen im Jahr. Insgesamt hat das Depot bisher 1.578,82 Euro an Dividenden, Nettodividenden erwirtschaftet und Zinsen halt. Und bis jetzt liegt die Steigerung zum Vorjahr bei 177,36%. In Euro sind das 628 Euro mehr als wie im Vorjahr. Also die Entwicklung, die ist schon. Manchmal gucke ich einfach nur drauf und denke mir so, okay, hättest du mit diesem ganzen Quatsch mal ein bisschen früher angefangen. Nicht vor, also nicht jetzt in den letzten 3 Jahren, sondern halt wirklich nicht jetzt diese Umstellung, sondern einfach so ein paar Jahre früher. Man hat halt wirklich auf die Hausbank vertraut und es hat halt erst einen Schicksalsschlag gebraucht, dass man gesagt hat, okay, man sucht sich mal ein neues Hobby. Das Ganze hier ist mein Hobby geworden, wirklich. Und es macht unheimlich viel Spaß. Es sind so viele Kontakte entstanden, teilweise auch schon Freundschaften, muss ich halt wirklich sagen. Und ja, wenn man halt aufs Quartal guckt, jedes Quartal dieses Jahr war besser als das als im letzten Jahr der Fall war. Bei den Monaten, nur der April war halt schlechter. Und man sieht ja halt hier der grüne Balken ist ja 2022. Wenn man auch hier guckt, wie die Monate akkumuliert aussehen, dann sieht man ja halt hier die Entwicklung. Ja. Also es war dieses Jahr auch nicht alles schlecht, auch wenn sie im Moment die Zahlen noch nicht hergeben. Und das große Minus hier bei der Performance, minus 28,8, ist halt wirklich, ich sage jetzt mal 80, 90%, 90% durch die Kryptos. Aber 2022 ist nur ein Minus von oder ein Jahr von vielen weiteren, die noch halt folgen werden. Und dementsprechend halt, man merkt jetzt halt auch schon, es wird ruhiger im Depot. Ja, nicht, es läuft besser. Das wäre jetzt Quatsch nach dieser kurzen Zeit zu sagen. Aber mit jeder Entscheidung, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, egal ob ich jetzt Kryptowährung gekauft habe, verkauft habe, eingestiegen bin, ausgestiegen bin, da stehe ich voll hinten dran. Das ist ja halt auch wichtig, wenn ihr eine Position kauft, dass ihr mit eurer Entscheidung, dass ihr da voll und ganz da hinten dran steht. Auch wenn es dann irgendwann heißt, okay, man hat sich geirrt, man muss sich das dann halt auch eingestehen und klar sagen, okay, das da war jetzt nicht die beste Entscheidung. Ich gucke mir als auch mal so ältere Videos von mir an oder auch mal Depot-Updates, wo ein bisschen älter sind, wo ich mir einen Kopf habe, wo ich mache, mein Gott, hast du da einen Quatsch gequasselt. Na, also das zeigt halt auch, macht eure eigene Recherche. Und ja, das nächste Video ist jetzt dann Global Rockstar. Kann ich euch auch schon sagen, ist auch nicht der Burner. So viel kann ich schon mal vorgreifen. Ich hatte auch beim letzten Depot-Update bei einem Kommentar, wo danach gefragt wurde, auch schon ein bisschen ausführlicher geantwortet. Ich weiß jetzt nicht mehr, bei wem es war. Müsste ich jetzt nachgucken. Aber da braucht ihr euch gar nicht viel zu versprechen. Also schon mal direkt kann ich euch sagen, Global Rockstar ist nichts für Geldanlage oder sonst irgendwie was. Man kann da ein bisschen, man kann schon fast mit Lottospielen vergleichen. Ja, ne? Aber am Ende des Tages wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So unter dem Motto würde ich das heute einfach mal abschließen. Mir geht's gut, richtig gut. Bin auch froh, dass so dieser Knoten so ein bisschen geplatzt ist. Und es war wirklich nur eine banale Frage bei Twitter, da ich mal wieder mit dem Blog angefangen habe. Und es hat mir richtig gut getan. Und deshalb machen wir jetzt genau dort weiter. Lest euch vielleicht dennoch das da mal durch. Weil ich natürlich halt auch im Umgang mit Social Media auch ein bisschen was ändern werde oder schon geändert habe, definitiv. Und ja, aber wer schon lange dabei ist, der muss sich da auch keinen Kopf machen. Ihr könnt gerne mal schreiben, wie es bei euch im November gelaufen ist. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis dann. Ciao!